Dann schauen wir gerade noch mal kurz hier rein in Scar King und Shimo in den Clip. Hier geht es jetzt aber nur darum, glaube ich zumindest, wie Shimo die Atmosphäre einfriert. Das war der falsche, das ist der richtige. Wir switchen jetzt einfach mal ganz kurz rüber und gucken uns die Nummer nochmal an. Aber der Fight wird jetzt hier nicht mit inbegriffen sein, schätze ich. Das war übrigens eine der ersten Szenen, die veröffentlicht wurden. Von den Setbildern. Das ist aber im Studio gedreht worden. Die waren ja nicht mal in Rio de Janeiro. Da müsste man Aufwand betreiben. Stellt euch mal vor, das hier wäre der allererste Auftritt von Shimo gewesen. Einfach dieses Eis, das Wasser, das einfriert in Rio, mitten im knalligen Sommer. Und auf einmal werden die ganzen Menschen noch mit eingefroren. Dann sehen wir Shimo das allererste Mal. Wäre auch ein krasser Auftritt gewesen. Hiermit hat übrigens auch Scar King seine Mission erfüllt, ne? Der wollte ja seit über 1000 Jahren, wollte der einfach an die Oberfläche kommen, um dann da Rambazamba zu machen. Ja, an der Oberfläche war er. Ist nicht so gut ausgegangen für ihn. Er ist die Sonne nicht mehr gewohnt, obwohl... Ist euch mal aufgefallen, dass auch in der Hohlerde selber immer die Sonne scheint? Wo kommt da das Licht eigentlich her? Muss man jetzt nicht irgendwie logisch erklären, aber das könnte man eigentlich auch mal so ein bisschen... Ne, so, es sind die Kristalle von mir aus. Irgendwie sowas. Hätte auch ein Trailer zu Day After Tomorrow 2 sein können, wenn die Monster nicht wären. Das stimmt tatsächlich, ja. Vom Erdkern selber, das ist auch eine Idee, ja. Hab vor ein paar Tagen den Kampf in Rio gefunden, musste aber inoffiziell sein, weil es nicht mehr da ist und runtergenommen wurde. Ja, das kann sein, dass da jetzt auch einige Leute... Es gibt manche, die haben den Film sogar scheinbar schon auf Blu-ray. Zumindest in Amerika, da gibt es jetzt ganz viele so dieses Reaction-Ding, wie die halt einen Film gucken und sich dabei selber filmen. Irgendwie haben die das alle schon. Keine Ahnung woher. Ob man den vielleicht auch irgendwie... Auch hier, das Größenverhältnis ist hier schon nicht so krass, oder? Also ich meine, die sind groß, ja. Aber so groß waren die doch jetzt nicht, oder? Da war er wieder weg. Ich kann jetzt hier nichts machen. Wenn ich jetzt irgendwas am Kabel rumfummel, dann geht hier gar nichts mehr. Ich muss einfach nur gucken, dass ich mit dem Bein jetzt nicht dagegen komme. Das ist jetzt erstmal mein Ziel. Ey, ich hätte gern mehr davon gesehen, Mann. Es ist schon schade, dass die so lange in der Hohlerde waren. Ich fand es mal ganz cool zu sehen, dass die in der Hohlerde wirklich alle auch fast gleich groß sind. Und mehr wie normale Tiere sich auch verhalten haben. Auch von der Größe her gab es da keine großen Unterschiede. Aber ich mag halt das Design von Scar King total gerne. Den haben sie ja wieder rausgenommen am Ende. Da haben sie sich auch wieder nichts getraut, den einfach mal am Leben zu lassen. Und deswegen sind das einfach jetzt so ganz seltene Szenen. Mal zu sehen, wie der so zwischen den Hochhäusern aussieht. Der ist schon cool. Wenn es ein Game, irgendwann ein Game gibt zum Monsterverse, wo man alle Legendary-Monster und alle Toho-Monster vielleicht in so einem Godzilla Save the Earth-Revival-Ding zocken kann, dann wird das auf jeden Fall meine Figur werden. Ich glaube, das wird dann echt Scar King werden. Ich habe voll Bock auf den. Ich finde den cool. Shimo kommt schon krass rüber, aber den hätten sie auch noch viel krasser machen können. Du hast Kaiju Universe verpasst. Was habe ich verpasst? Das habt ihr gemeint, ne? Das war's schon. Ach komm, ey. Da war's doch eben gerade gewesen. Hier hat Godzilla Shimo getroffen. Kriegen wir das nochmal ein bisschen länger? Das Video hört genau da auf, wo es interessant wird.